Wir spielen Super Toastcard. 0.11.11. Super Toastcard. Hallo zu einem Part von Super Toastcard 0.11.11. Wir fahren heute den Racetrack. Und müssen die Musik ausmachen, weil die. Ich bin ins Menü gegangen. Ich sag's euch gleich. Also hier Racetrack von Thomas Oppel. Ich bin ins Menü gegangen, weil ich die Musik ausmachen muss, weil das von den Dead Rocks ist und die leider nicht Copyright geschützt ist. Die ist Copyright geschützt. Das ist das Schlimme. Was hat die nicht da? Gut, der Anfang ist schon mal total verkackt, aber dafür sollte die Map ganz gut sein. Warte, was sind das hier für Streifen im Bild? Die gefallen mir nicht. Okay. Was auch immer. Also die Streifen, die stören schon ein bisschen. Ich weiß nicht, was es darstellen soll oder ob das einfach nur random irgendwie Streifen sind. I don't know. So, die Strecke ist eine ganz coole eigentlich. Och, ist jetzt echt überall unsichtbare Wände, die nicht angezeigt werden. Das wäre natürlich ein riesiger Kritikpunkt. Weil natürlich ist es okay, wenn da Wände sind, aber da auch super, klar, alles klar. Aber wenn man denkt, da kann man durchfahren und dann geht's nicht, weil es Grafikfehler ist. Aber schaut mal, wie das ganze Bild hier rumbuggt. Das gefällt mir wirklich null. Und das ist sehr schade. Kann ich hier abkürzen? Wahrscheinlich nicht, oder? Wenn ich jetzt hier lang fahre, dann ist hier eine Wand. Ja. Ist in Ordnung, durchaus, aber ich weiß nicht, ob ich so geil finde, dass da eben sie unsichtbar ist. Und dass man sie halt so ein bisschen sieht. Puh, ist das nicht optimal tatsächlich. Tatsächlich nicht optimal. Aber vom Verlauf her ist es echt eine coole Strecke. Mir gefällt sie. Mit dieser Steigung und dem unten drunter fahren und so rumfahren und alles mögliche. Ist ganz cool, macht Spaß. Und so, dann die Kurve. Ah, da kann ich noch schauen, ob das funktioniert. So. Ist auch eine Wand, oder? Ja, passt, okay. Durchaus ist es okay, dass da Wände sind. Nur, ich bin kein Fan von unsichtbaren Wänden. Ich bin Fan von... Okay, da ist ein Stein, da steht ein Auto, da steht eine Reifenwand, irgendwas, dass man da eben nicht lang fahren kann. Weil also ich weiß nicht, ob es jetzt der Realismuspunkt ist oder woran es auch immer liegt, aber irgendwie finde ich das blöd, wenn man gegen unsichtbare Wand fährt. Und auch diese Striche sind echt blöd. Also ich bin echt bei den 2 Sternen, was ein bisschen schade ist. Auch die Musik ist ein Kritikpunkt auf jeden Fall. So, wir fahren jetzt noch gegen die Bots. Und ich denke, ich bleibe bei den 2 Sternen, wenn jetzt nicht irgendeine böse Überraschung auf mich wartet. So, dabei ist Sarah. Sarah, die Magierin. Dann Xua ist dabei. Gavroche und Knu. So. Kann ich da hochfahren? Nee. Okay, mit Pömpel geht das nicht so gut. Mit Pömpel ist es sehr schwer, das zu machen. Wo fahren die denn alle hin? Ist euer Ernst? Was tun die denn? Die fahren jetzt nicht alle raus, nee. Alles gut, Oh, die wollte ich gerade ablegen. Ich wollte den abschießen und dann lebt er mir die Bombe. Das ist unglaublich dumm von mir gewesen. So, mal nach hinten hauen. Ich hätte gern ein Item gerade. Ich hoffe, man kommt ein Item hier. Ach komm schon, als ob es kein gescheites Item ist. Oh nein, wie krass sie hier vorbeigeboostet ist an meiner Bowlingkugel. Eieia. Eieia. Okay, genug Eier für heute. Krasse Sache. Wirklich krass. Also die Bots kommen. Klar. Wie dieser Muffin so ganz langsam in Zeitlupe angeflogen kam. Ist irgendwie lustig. Auch irgendwie traurig. So. Die Map macht doch Spaß, dass man da halt einmal innen und einmal außen fährt und so weiter. Aber diese Striche nerven mich und die Musik auch. Und dass es nicht rückwärts geht, ist auch schade. Und die Wände, die unsichtbaren, mache ich auch nicht. Also es gibt auf jeden Fall ein paar Punkte, die ich nicht mag und deswegen ich auch nur, einfach sage ich, nur 2 Sterne geben kann. Das ist auf keinen Fall eine schlechte Strecke. Man kann auf jeden Fall Spaß haben. Aber ja. Hat viel Potenzial und es wird in meiner Meinung nicht großartig genutzt und ich schaffe es nie mit dem Booster zu fahren. Ich bin Dritter. Naja, egal. Gut, ich gebe die 2 Sterne für die Map Racetrack. So, 2 Sterne gibt's dafür. Ist auch eine vorgestellte Map. Ja doch. Und ist immer noch in der Beta. Also ich weiß nicht, wie eine Beta-Map vorgestellt sein kann oder andersrum.
Naja, I don't know. Racetrack ported by SDK Intro. Also ich habe die coolsten SDK Intros. Alles klar. Ja. Hier steht ganz viel Zeugs. Die Dead Rocks sind... Was? Dead Rocks ist unter Kommi... Was? Unter CC? Echt? Könnte ich das dann doch verwenden? Ach, keine Ahnung. Ist jetzt egal. So, hier. Das ist die Strecke. Hier ist die Brücke. Ganz cool. Hier ist der Start. Hier durch. Und dann. Ich finde solche ineinander verschlungene... So ein Streckenverlauf eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Gefällt mir ganz gut. So, dann schauen wir mal noch, welche Strecke im nächsten Part dran kommt. Es sind tatsächlich nur noch zwei. Super Canyon oder Soccer Arena. Vielleicht habe ich welche vergessen. Dann mache ich die nach den beiden. Alles klar. Super Canyon kommt dran. Im nächsten Part gibt es den. Und ich sage dann, also, ciao, euer Zickerfreak. Tschüss.